Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der SPD-Fraktion ausgesprochen dankbar für Ihren Dringlichkeitsantrag. Nicht nur deshalb, weil ich endlich mal wieder im Hohen Hause zur 20 sprechen darf. Es dürfte bald die 100. Rede meinerseits zu diesem Thema sein. Ist ja ein bisschen weniger geworden. Sondern auch deshalb, weil durch diese Debatte noch einmal sehr klar herausgearbeitet wird, wer von den politischen Kräften hier im Land eigentlich wirklich Interesse daran hat, dass die A20, dieses wichtige Infrastrukturprojekt, endlich fertiggestellt wird und wer kein Interesse daran hat. Und die Grünen haben dieses Interesse erklärtermaßen nicht. Das hat der Kollege Tietze gerade noch mal sehr deutlich gemacht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber Herr Dr. Stegner, zum Thema Koalitionsvertragspoesie. Anders als in der letzten Wahlperiode hat diese Koalition die komplette Planung und auch den schnellstmöglichen Weiterbau der gesamten Strecke glasklar im Koalitionsvertrag vereinbart. Ich kann mich an die teilweise sehr lebhaften Verhandlungen mit dem geschätzten Kollegen Tietze noch sehr gut erinnern und auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und insbesondere bei der Passage zur 20 gibt es nun wirklich keinen Interpretationsspielraum. Noch entscheidender ist, Herr Dr. Stegner, wir handeln auch danach, was wir vereinbart haben. Insofern, ja, warten Sie, Sie kommen gleich noch dran. Insofern ist Andreas Tietze sein medialer Aufschlag durchaus geglückt. Aber ich will noch mal sehr deutlich sagen, es war auch nur ein erneuter medialer Aufschlag. Sein grüner Weg nach Westen, das ist nicht unser Weg. Und den hat er ja auch schon in der letzten Wahlperiode vorgeschlagen. Ich habe das damals auch sehr pointiert kommentiert. Habe das diesmal etwas freundlicher gemacht, aus freundschaftlichen Gründen. Aber ich finde es wirklich rührend, dass die SPD in der Opposition angekommen, endlich ihr Herz für die A20 geöffnet hat. Das finde ich wirklich rührend. Und besser spät als nie jetzt von der Oppositionsbank aus die Grünen zur Raison rufen will. Das hätte ich mir ein paar Jahre vorher auch mal gewünscht. Aber das ist erstens gar nicht mehr nötig und zweitens erinnert es auch die Vergesslichen unter uns, Herr Dr. Stegner, daran, dass die SPD in ihrer Regierungszeit bei der Planung der 20 komplett versagt hat, meine Damen und Herren. Und ich will noch mal daran erinnern. Ich konnte ja besser mit ihm als Kollege Tietze, aber der ehemalige Verkehrsminister Mayer von der SPD hatte die Planung wohl mangels Kapazitäten, die ihm eben nicht gewährt wurden von Ihnen, Herr Dr. Stegner, zum Teil sogar eingestellt, wie sich denn nach dem Regierungswechsel herausstellte. Die SPD hat es zudem versäumt, die Planung der verschiedenen A20-Abschnitte an die Degis abzugeben, was ja schon 2013 eine richtige Option gewesen wäre. Und als wir das dann gleich nach dem Regierungswechsel veranlasst haben, dass die Planung an die Degis übergeben wird zum 01.01.2018, da hat die SPD und dann Herr Vogel gesagt, das ist doch der falsche Weg und das würde doch den Übergang an die Bundesautobahngesellschaft erschweren. Das Gegenteil, Herr Vogel, ist der Fall, denn die wird in diese Gesellschaft integriert und es ist genau der richtige Schritt gewesen, auch wenn es den LBV entlastet hat, zum Beispiel die Landesstraßen zu sanieren. Und ich bin auch den Koalitionspartnern von CDU und Grünen dankbar, dass wir das gemacht haben. Es hat mich jede Menge Geld gekostet in den letzten Jahren und auch dieses Jahr noch, dass die Degis das sehr professionell gemacht hat. Das kostet eine Stange Geld, aber es war richtig, weil es das Projekt vorangetrieben hat in allen Abschnitten, jede einzelne Planung und es wird beim Bund so fließend weitergehen. Und man kann ja der Meinung sein, dass die A20, wir haben jetzt allzu lange darauf gewartet, dass sie jetzt gar nicht mehr notwendig ist. Aber das Gegenteil ist richtig. Sie ist dringender denn je notwendig für unsere Wirtschaft und wir haben strukturelle Schwächen wirtschaftlich in Norddeutschland und das liegt vor allem auch in den infrastrukturellen Schwächen, die wir haben. Deswegen müssen wir dringend nacharbeiten, meine Damen und Herren. Und man kann natürlich sagen, es wäre klimapolitisch sinnvoll, auf Autobahnen zu verzichten. Aber Andreas Tietze, man kann hoffentlich auch schon sehr bald klimaneutral über Autobahnen fahren. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass man Straßen auch weiterhin brauchen wird. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ja, Frau Fritzen, Sie mögen das noch nicht verstanden haben. Es ist tatsächlich so. Ja, man kann über synthetische Kraftstoffe und andere Dinge reden. Und insofern wird es auch klimaneutrale Mobilität auf Straßen geben können. Man muss es nur wollen. Und man muss an Technologie vielleicht auch mal glauben und das nicht mal nur verteufeln. Und meine Damen und Herren, abschließend will ich auch noch mal sagen, es gehört natürlich zur Ehrlichkeit dazu, nicht nur der fehlende politische Wille in der Vergangenheit, Kai Vogel, war das Problem bei den langen Verzögerungen, sondern natürlich unser viel zu kompliziertes deutsches Planungsrecht. Ich habe selbst mit Naturschützern gesprochen und selbst eingefleischte Natur- und Tierschützer sagen unter vier Augen, der Fledermaus, dem endlich existenten Adlerpärchen und auch dem Zwergschwan ist im Zweifel die A20 völlig egal, die werden sich damit arrangieren können. Aber man muss ganz ehrlich sagen,
Wir haben eine Rechtsprechung in Deutschland und eine Gesetzgebung gerade vom Bund, die immer auf EU-Recht draufgesattelt wird. Andere Länder wie Dänemark zeigen uns ja, wie es geht. Das müssen wir endlich tun. Andreas Tietz hat zu Recht gesagt, die Bodewig-Kommission, ein sozialdemokratischer ehemaliger Verkehrsminister, hat uns gezeigt, was alles geht. Diese Vorschläge, Stichtagsregelung und so weiter, frühzeitige Einbindung der Verbände, das ist alles möglich. Wir müssen es politisch nur wollen. Ich hoffe, dass der Bund die Kraft hat. Wir werden die Bundesregierung weiter dabei unterstützen. Die A20, die ist jetzt zuständig, dass das weiter schnell vorangeht. Dann wird die A20 auch bald fertig werden. Ich hoffe zumindest, dass ich noch über die A20 nach Niedersachsen fahren werde. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus